today gonna have a little talk with Obelix. So Obelix is gonna show. Wir reden heute mit Obelix. Der redet ein bisschen was über 3D-Drucken. Das ist sehr cool. Some people say supposedly the new scientific revolution. Das soll die neue wissenschaftliche Revolution sein, wenn man ein paar Leute glaubt. Das wäre ziemlich großartig. Wir haben eine kleine Frage, aber was ist mit dem ganzen Müll, wenn wir 3D drucken? Obelix hat darüber viel nachgedacht, ein bisschen experimentiert. Er hat es meistens nicht so mit Kongressen und Camps, aber er erzählt uns da ein bisschen was drüber und redet mit uns darüber, was wir machen können, um negativen Folgen des 3D-Druckens, die natürlichen, ja, die Folgen der Umwelt da zu beschreiben. Also herzlich willkommen, Obelix. Okay, thank you very much for okay, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr so früh aufgestanden seid. Es war für mich auch nicht so leicht. Aber jetzt sind wir hier und können auch anfangen. Erstmal hoffe ich, dass mein Englisch gut genug ist. Ich dachte, ich mache das auf Deutsch, aber jetzt ist es auf Englisch, also mache ich es auf Englisch. Also tut mir leid, wenn ich irgendwie ein Wort nicht kenne, was ich sagen möchte. Das nächste ist, als ich das Ding das erste Mal hochgeladen habe, dann war ich ein bisschen ein Greenhorn, ein Thema Recycling. Und am Ende ist es ein bisschen was anderes geworden. So reden wir nicht nur über Recycling mit dem Plastik, wie man es irgendwie klein macht, sondern auch mit dem globalen Problem, das mit dem 3D-Drucken zusammenhängt, zusammen mit dem Wachstum des Marktes und der ganzen Industrie. Was sind also die Ziele dieses Talks? Erstmal, dass wir das Problem kennen. Wir wissen ja, dass wir diese ganze komplizierte Abfallverwaltung haben. Wir haben schon Recycling für Plastik, aber es wird aber auch mehr werden für 3D-Druckplastik und ein paar Ideen und Inspirationen reinbringen und habe da was entdeckt und möchte das ein bisschen mit euch teilen, damit ihr nicht auch bei Null anfangen müsst. Und das ist so ungefähr die Ziele. Erstmal, was ist das Problem? Alle lieben 3D-Drucken, alle wollen 3D-Drucker haben. Es ist leicht und billig. Zwischen Plastik kostet irgendwie 30 Euro. Wenn ich eine kleine Winkelkatze ausdrucke, kostet es mich vielleicht 1 Euro. Also ist mir egal, es ist einfach lustig. Das ist das eine Problem. Leute drucken einen Haufen Zeug. Das brauchen sie nicht unbedingt, weil sie einen Printer haben und sie irgendwas drucken wollen. Das hatte ich am Anfang auch. Ich stand vor meinem Drucker und dachte mir, ich möchte irgendwas damit machen. Und am Ende drucke ich 1000 blödsinnige Sachen, die ich gar nicht brauche, der dann einfach nur Staub fängt. Das andere Problem ist, dass es keine Recycling-Infrastruktur gibt, das mit 3D-Drucken zusammenpasst. Wir haben eine normale, wo der Müll gesammelt wird und Recycling-Zentren gesammelt wird. Wir haben mit dem 3D-Drucken, mit einer Technologie, die auf der ganzen Welt verteilt ist und nicht sehr lokal ist, muss es dann auch irgendwie 3D-Recycling-Prozesse geben, die genauso lokal sind wie die Drucker. Wir müssen also irgendwie Plastik recyceln können, ohne aus der Stadt zu kommen, damit wir weniger Infrastruktur, weniger Energie und weniger Schaden auf die Umwelt haben. Und das funktioniert mit normalem Plastik nicht, weil wer braucht Plastikpellets, wenn du keinen 3D-Drucker hast? Das ist also eine neue Technologie, Dimension, die da reinkommt, wenn man dieses Ding hat. Wenn wir schon unsinniges Zeug drucken, das ist zum Beispiel ein bisschen Kram, den ich gedruckt habe. Das sind Stanford-Häschen. Ich glaube, einer kostet irgendwie 20, 30 Cent. Also habe ich 60 davon gedruckt, weil ich es lustig fand. Und jetzt liegen sie rum und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist ziemlich hart, weil das halt Plastik ist, das extrem hart zu recyceln ist. Also mach das nicht, weil das ist kein gutes Beispiel und das ist nicht gut für die Umwelt. Warum eigentlich recyceln? Naja, erstmal,
Umwelt, ne? Wollte drüber nachdenken, das wollte irgendwie schützen. Also ganz viel Müll reproduzieren ist schlecht. Und das ist das erste Ding, warum du recyceln solltest. Oder wenigstens weniger Müll erzeugen solltest. Der zweite Punkt ist, Müll Geld ist. Wenn du Zeug druckst, das du nicht brauchst, dann ja, verbrauchst du Geld, das du nicht ausgeben musst. Und da habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken, weil ich Riesentüten mit Plastikmüll habe. Und dann habe ich nachgedacht darüber, wie viel Geld ich verschwende, nur weil ich irgendwas drucke und es dann wegschmeiße. Das ist so der Punkt, wo ich dachte, das muss ich irgendwie anders machen. Wie sieht das aus? Das ist so ungefähr das Plastik, das Müllplastik, das ich bisher gedruckt habe. Ziemlich große Boxen, das sind 6 bis 8 Kilo Plastik, die ich auch hätte wegschmeißen können, aber ich habe es gesammelt, damit ich damit irgendwas Sinnvolleres machen könnte. Also was passiert mit dem Plastik, wenn ihr es nicht recycelt? Naja, wenn ihr Glück habt, dann kommt es zu deinem Recycling Center. Wenn es schlecht läuft und ich möchte, dass ihr aufpasst, das nächste Bild sieht ziemlich gruselig aus, wenn ihr einen leichten Magen habt und so weiter, dann guckt euch das nicht an, weil das ist das Problem, das wir haben heutzutage, vor allen Dingen in den Ozeanen, dass Tiere sterben, weil sie Plastik in sich drin haben und sterben. Und das sind so die Größen, zum Beispiel diese Bottle Caps und die Mate Clips, das sind klitzekleine Teile von Plastik, die Tiere einfach essen und deshalb sterben. Das ist ein Grund, warum das wichtig ist, weil es ist sehr traurig. Es ist nicht cool für die Tiere. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Das ist ein Beispiel, wenn ihr darüber noch nicht so nachgedacht habt. Ein paar Nummern, also ein paar Zahlen. Hatten wir 200.000 3D-Drucker verkauft. Sorry, I didn't hear that. Ich habe das nicht gehört. Ja, das ist weltweit. Also das ist eine Schätzung. Es gibt eine genaue Nummer aus irgendeinem Institut für Statistiken und Marktforschung. Die schätzen halt, dass es schnell wachsen wird. Es ist eine Milliarden-Dollar-Industrie mit ein paar Milliarden Dollar drin und soll ungefähr 20 Milliarden Dollar in 2020 erreichen. Und da passiert eine Menge. Das ist eigentlich ganz gut, weil das Technologie ist mit ziemlich vielen Vorteilen. Aber mit mehr Drucken ist halt auch mehr Müll da. Und das ist ein Problem ist halt, das sind die Failed Prints, also gescheiterte Drucke, wie mit richtigen normalen Druckern halt, die ihr einfach nie benutzen werdet. Und die können wir nie richtig völlig ausschließen. Aber es gibt zwei Kategorien davon. Zwei verschiedene Sachen, die wir dagegen tun können. Erstmal ist halt gescheiterte Fehldrucke, die wegen technischen Problemen halt Fehldrucke sind. Wie sieht das aus? Das sieht vielleicht so aus. Naja, diesen Talk hätte ich auch in Philosophie halten können. Die Drucker haben nicht so richtig zum Druckbett gehalten und das ist einfach 20 Euro verschwendetes Plastik und das ist unnütz erzeugte Verschwendung und das ist ein Problem. Hier ist noch so ein Bild. Ja, ich habe ziemlich viel davon, könnt ihr euch vielleicht 1000 Bilder zeigen. Und dieses. Das sieht eigentlich ziemlich lustig aus. Das ist jetzt lustig. Aber wenn du das irgendwie drucken lassen willst und dann zeigst du das denen und dann möchte der dich halt umbringen. Ich meine, das ist ein Grund, warum das halt nicht klappt. Und ich denke, das ist, warum das meistens nicht klappt. Wenn ich Kilo Material habe, dann gibt es 100 Gramm Müll. Das andere Problem ist, wo du druckst, weil du irgendwie die falschen Maßen hattest oder die falsche Datei genommen hast oder was anderes. Das ist also ein menschlicher Fehler. Das zählt auch als ein Fehldruck. Also, das ist also ein Problem, dass du
du auch hast, wenn du 3D druckst. Also das Ziel ist, ein Ziel davon ist, das von dieses Fehldrucke zu reduzieren. Und das ist eines der besten Ziele, weil wenn du dir Energie und Elektrizität anguckst, kannst du immer versuchen, saubere Elektrizität oder besseres Plastik zu produzieren. Aber das Ding ist, wenn du einfach weniger benutzt, dann du musst du auch weniger wegschmeißen. Zum Beispiel, wenn du hier siehst, das Ding ist, hat ziemlich viel Verschwendung. Das war für ein Architekturmodell. Das Ding braucht eigentlich gar keine Stabilität. Ich hätte das eigentlich ohne irgendwas innen drin drucken können und wäre es viel leichter gewesen. Das ist ein menschlicher Fehler, der verändert werden kann. Und da müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr da wirklich viel Plastik sparen könnt, wenn ihr das macht. Und da gibt es viele verschiedene Arten, um das von Plastik zu recyceln. Nächste Zeit wollen wir erstmal eine Technik angucken, die Schredder-Technik, die ihr vielleicht schon kennt oder schon mal gesehen habt. Wie das funktionieren sollte, das klingt sehr einfach. Du sammelst das Zeug, sortierst es mit Materialtypen, das in eine, das in die andere Kiste, und das ist alles gut. Das machst du dann sauber. Ja, wenn zum Beispiel Dreck dran ist oder so, wolltest du es wirklich sauber haben. Das ist ein Schritt, den viele Leute vergessen, aber das ist wichtig, weil es sonst halt die Qualität beeinflusst. Dann kaufst du einen Schredder. Das funktioniert eigentlich alles. Das ist ganz lustig. Das stimmt. Ich habe einen im Büro, und dann wollte ich nach dem Smartphone geguckt. Dann habe ich erstmal auf den Schredder geguckt. Habe ich es geschreddert oder nicht? Aber ich habe es gefunden, es ist okay, es ist hier. Aber das ist das Lustige, du könntest euch Sachen kaputt machen. Das nächste ist, das immer auch was Leute vergessen, das müsst ihr dann durch Seite bei Größe sortieren. Wollt alle Teile gleich groß haben, darüber reden wir später. Dann müsst ihr einen Filament-Extruder. Filament seht ihr beim 3D-Drucken Assembly, dann wisst ihr, worüber ich rede. Filament ist das Plastik, das in den 3D-Drucker reingeht. Das wird erhitzt, damit es auf die Druckplatte gegeben werden kann. Es hat einen Durchmesser von 1,7 mm oder 3 mm, also wie eine Heißkleberpistole. Da kommt dann das Filament dann raus, das klingt ganz einfach. Danach kannst du einfach was Neues drucken. Das kannst du dann wiederholen. Das habe ich gesehen, das ist cool, das will ich auch machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Material-Extruder. Das ist die Maschine, die ich gekauft habe. Da gibt es nicht viele auf dem Markt. Das ist die einzige, die ich gefunden habe, die schon zusammengebaut ist. Ich wollte nichts meine Zeit verschwenden, das so zu bauen. Ich wollte es einfach benutzen. Das ist also ein zusammengebautes. Das ist sehr einfach. Du hast einen großen elektrischen Motor, wo die Plastikteile reinkommen, die geschreddert sind. Dann kommt das Plastikfilament auf der anderen Seite raus. Klingt auch einfach. Okay. Das andere Ding ist der Schredder. Ihr seht, hat es schon lustige Sticker. Zwischen Plastik oben rein. Es ist nicht elektrisch, das funktioniert nicht mit Elektrizität. Ihr müsst eure Muskeln benutzen. Ihr müsst also eure Suppe essen oder viel Bier trinken. Aber sehr lustig. Ein paar Leute, die kommen nur, weil sie Sachen kaputt machen wollen. Das ist sehr cool. Kommen und fragen mich, ob ich Sachen schreddern wollen. Und ich sage, okay. Und das ist das Lustige dran. Ja, das Prinzip ist sehr einfach. Plastik geht oben rein, unten kommen kleine Schredderteile raus. Und hier seht ihr schon, dass die Teile verschiedene Größen haben. Also sieht ganz einfach aus. Warum sollte das nicht funktionieren? Das habe ich auch gedacht. Ich habe es alles gebaut, es ausprobiert, aber das ist nicht so, wie es aussieht. Erstmal, warum funktioniert das nicht? Schreddern ist sehr kompliziert.
weil die Drucke sehr steif sind. Wollt irgendwas haben, was halt sehr stabil ist? Wenn ihr es also schreddert, ist das kompliziert. Mit so einem kleinen Schredder kann ich gar nichts schreddern, das dicker ist als 2 oder 3 mm. Weil du hast einfach nicht genug Kraft dazu. Eine Technik ist also, das noch ein bisschen klein zu hauen mit ihren Händen oder auf der Tischecke kleinere Teile zu hauen und dann das zu schreddern. Und dann hat es natürlich auch verschiedene größere Größen, das ist auch ein Problem. Die Druck tut den alle in den Extruder. So unterschiedliche Größen kommen in die Maschine rein. Es sind aber verschieden viele Partikel und Teile und dann der Fluss ist am Ende dann ziemlich variabel. Dann gibt es ein paar Haufen Irregularitäten im Filament. Und das willst du eigentlich auch nicht. Du wolltest es eigentlich sauber haben. In einer konstanten Dicke. Und dann muss auch der Säuberungsprozess verbessert werden. Weil ihr nicht Wasser oder sowas da drin haben wollt, weil das dann am Ende im Filament drin ist. Es gibt dann Löcher oder Blasen da drin. Das ist ein Problem für 3D-Drucken. Das sind die ersten Probleme, wo ich reingelaufen bin. System. Das sind einige Punkte, die sind echt nicht einfach zu beheben. Problem ist auch, einen Schredder zu finden, der funktioniert. Wenn man nach Schreddern googelt oder auf eBay guckt oder bei Alibaba, die meisten sind für Papier. Und wenn man größeren haben will, dann findet man welche für Autos oder für Reifen. Und Papierschredder sind leider zu klein und diese Autoschredder sind halt deutlich viel zu groß und zu teuer. Das ist ein Problem. Das ist eine Maschine, die funktioniert und ist nicht wirklich groß. Das ist eins der großen Probleme, in die ich gelaufen bin. Jo, und so sieht geschreddertes Plastik aus. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich die Farben nicht einfach mische. Warum mische ich die jetzt? Warum sortiere ich die nach Farben? Aber dann müsste ich halt 50 Boxen haben, in die ich dieses Plastik reintun kann. Und ehrlich gesagt ist mir die Farbe egal, solange ich das recyceln kann. Das ist einige Male durch den Schredder gelaufen und es ist immer noch nicht in der gleichen Größe. Das ist ein richtig großes Problem. Ich habe versucht, das hier mit einem Küchenmixer zu schreddern, aber es macht unglaublich viel Krach und danach ist am Ende auch der Mixer kaputt. Und meine Mitbewohner, die fanden das nicht so toll, ich musste einen neuen Mixer kaufen. Naja, ja, ich habe Verschiedenes ausprobiert und ich kann einen Mixer echt nicht empfehlen zum Schreddern. Okay, but this is looks something you could solve. I mean, ja, das sieht aus wie irgendwas, was man auch beheben kann. Maschinen schreddern oder mit besserer Reinigung. Was aber ist mit den Problemen, die man nicht zu Hause beheben kann? Für PLA, da gibt es einige Missverständnisse bezüglich deren Nutzbarkeit. Man kann es halt total super recyceln. Und man kann es auch kompostieren. PLA kompostiert aber nur unter Industriebedingungen. Und in der Natur ist es halt wie Plastik. So, es bleibt da so ungefähr 5000 Jahre einfach so liegen. Das ist ein Problem da. Viele Kunststoffe sind so. Und wenn man etwas für den Garten druckt und das verschwindet dann in 3 Monaten, das will ja auch keiner. Man will ja wirklich ein langlebiges Produkt. Man will etwas, was mehrere Jahre hält, was leicht ist. Man kann die natürlich biologisch abbaubar machen und auch sicher, aber das Problem ist, dass sie sich dann sehr schnell auflösen. Vieles von diesem Plastik, das man kaufen kann,
sind nicht pures PLA, die werden gemischt mit anderen Stoffen, weil man sie dadurch einfacher drucken kann. Und es gibt tatsächlich Kaffeefilament, das riecht nach Kaffee, wenn man es druckt. Ich weiß nicht warum, aber ja, kann man machen. Man kann auch Bierfilament kaufen, das nach Bier riecht. Ja, I'm really waiting for something that smells like, I don't know. Warte auf etwas, was nach Minze oder nach Erdbeer riecht. Da sind viele, viele Leute, die seltsamen Kram in PLA reintun. Aber das Problem ist, dass es die Eigenschaften des Filaments ändert. Vor allem die biologische Abbaubarkeit. Es gibt halt spezielle Filamente für Bauteile, die beispielsweise Metall enthalten. Es gibt viele, wo zum Beispiel Holz oder Kork oder flexibles Filament, normales PLA, muss man halt von dem anderen trennen. Es gibt verschiedene Filamente und so langsam weiß man halt nicht mehr so, wie man sie recyceln soll. Die Präzision des Filaments ist auch wichtig. Wenn man sich mal so die großen Industrien in China anguckt, die wirklich unfassbar viel Filament benutzen, die drücken halt wirklich sehr viel dickes Plastik raus. Und diese Maschine wird aber ungefähr den kompletten Raum einnehmen, also das ist jetzt nichts für uns. Dann kommt es drauf an. Ja, wenn man geringere Präzision hat, dann muss man halt so ein bisschen Abstriche machen, tatsächlich. Es wird nicht perfekt aussehen, aber es ist immer noch eine Lösung. Jetzt haben wir gesehen, das Plastik recyceln ist nicht so einfach, wie man dachte. Oder beziehungsweise wie ich dachte. Ich hoffe, ich bin damit nicht alleine. Ich habe mit anderen Leuten darüber geredet und die meinten, ja, es ist total super einfach. Man hat einen 3D-Drucker und ihr denkt, ja, es ist viel zu kompliziert, ich will einfach Kram kaufen, ich will nicht einen Schredder benutzen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich den Müll reduziere, den ich mit meinem 3D-Drucker produziere? Das ist etwas, worüber ich am Anfang schon geredet habe. Ja, man muss halt seine Drucke anpassen. Viele sind sehr kompliziert zu drucken. Es gibt Teile, die man halt nicht so stabil haben muss und die kann man prinzipiell auch wieder einfacher schreddern. Man kann gerade die Dicke von Objekten gut anpassen. Es gibt auch sehr viel Füllstoff. Selbst mit 10% Dicke sind die meisten Druckstücke super. Und bei vielen Sachen braucht man auch nicht mehr als zwei Stützwände. Man kann das natürlich ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Und es ist auf jeden Fall einfacher, das dann zu recyceln, wenn die nicht so stabil gebaut sind. Also denkt einfach mal drüber nach, bevor ihr druckt. Ich bekomme immer mal wieder E-Mails, wo es dann draufsteht, ja, bitte nicht ausdrucken, denkt wirklich drüber nach, ob ihr es ausdrucken müsst. Das kann auch auf 3D-Druck übertragen werden. Wenn ihr zu der 3D-Druck-Assembly kommt, dann nehmt tatsächlich nur Zeug, was ihr wirklich haben wollt. Weil ich muss es nicht drucken, nur damit es Leute mitnehmen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr es wirklich haben wollt, dann lasst es bitte liegen. Das andere, was ich schon erwähnt habe, wie kann ich das alles zu Hause machen? Das Wichtige ist, dass ihr euren 3D-Drucker kennenlernt, damit ihr versteht, was passiert, wenn es fehlschlägt. Man muss die Schrauben regelmäßig überprüfen, man muss gucken, ob sie sich gelöst haben mit der Zeit. Dadurch kann man auch Fehldrucke vermeiden. Wenn man eine Stunde im Monat damit zubringt, den Drucker zu checken, da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit und vor allem auch Material sparen. Man kann so viel Plastik dadurch sparen, vor allem. Wir haben überall 3D-Drucker. Wir haben sie jetzt für 10 Jahre. Was ist in den nächsten 10 Jahren? Das weiß man nicht. Wir reden gerade über FDM-Drucker. Das ist eine Technologie,
wo es halt dieses Ausgießding gibt und dann druckt man halt dieses Filament raus. Viele machen das relativ einfach. Es gibt zum Beispiel den RepRap. Ich und viele, viele andere sicherlich auch denken, das ist nicht die Zukunft. Es hat halt viele Begrenzungen. Es fordert halt, es gibt halt viele Probleme, die mit dieser Technologie entstehen. Es gibt aber andere Technologien wie selektive Lasertechnologien, die wirklich starke Laser fordern, 200 Watt, 400 Watt. Das ist etwas, was man sicherlich nicht zu Hause machen wird in der Zukunft. Aber es gibt einige Dinge, die tatsächlich die Zukunft sein könnten. Es gibt ein Polyjet-Muster, es gibt auch spezielle Drucktechnologien. Da gibt es halt ein Resin, das auf der Printerplatte installiert wird und das dann per UV-Licht gehärtet wird. Funktioniert quasi wie ein ganz normaler Drucker und man hat halt Kartuschen und die tut man dann da rein. Das hat sehr viele Vorteile und ich denke, in 10 Jahren wird das sehr viel benutzt und die Geräte werden auch deutlich billiger werden. Aber warum ist dies so anders? FDM-Druck benutzt halt diese speziellen Thermoplastik-Varianten und die kann man dann halt auch wiederverwerten, wenn man sie schreddert. Was ist mit diesem Resin, das man mit dem UV-Licht gehärtet hat? Es ist nicht so einfach. Da fängt das Problem schon wieder an. Wenn man Resin recyceln will, dann verbrennt man es meistens und nutzt halt diese Verbrennungsenergie. Es gibt halt eine andere Prozedur. Man nimmt das Beste aus dem Resin und man kann es halt dann chemisch absetzen. Das kann man PLA auch machen. Dann kann man es zersetzen. Man sammelt das und man setzt das unter bestimmte Bedingungen und dann kann man das in seine chemischen Bestandteile aufteilen und dann kann man die jeweiligen Teile, die man nicht braucht, wegtun. Es gibt verschiedene Recycling-Technologien, mehr habe ich bisher nicht gefunden. Das ist so grundsätzlich das, was es so gibt. Und das Problem ist, dass dieses Filament, was da ausgedruckt wird, wird halt in der Zukunft nicht mehr sinnvoll sein. Wir müssen andere Wege finden. Und das Wichtigste ist halt, dass wir einfach diese Fehldrucke vermeiden. Aber warum rede ich eigentlich darüber? Am Anfang habe ich gesagt, ja, es gibt schon gewisse Infrastrukturen für Recycling. Man kann es natürlich wegwerfen. Die Idee mit diesem Extruder sollte sein, dass man Plastik lokal wiederverwertet. Diese chemische Zersetzung oder die Verbrennung, das muss man halt in Industrieanlagen machen, weil man große Maschinen braucht dafür. Und wenn man einen Weg findet in den nächsten 10 Jahren, dass man das übliche Recycling-System nutzt oder eben zu Hause auch macht oder irgendwie in kleineren Orten, in kleinen Läden. Es hat genau die gleichen Vorteile. Oder man sollte halt Resine produzieren, die dann auch einfach recycelbar sind. Das wäre so das Ziel für die nächsten 10 Jahre. Ja, vielleicht auch 20 Jahre. Ich möchte diese Idee gerne weiter verteilen und vielleicht habt ihr ja irgendwelche schönen Ideen, die ihr mir weitergeben könnt. Was können wir denn sonst noch so tun? Wir können recyceln, wir können einfach die Fehldruckraten ein bisschen senken. Das sind Dinge, die wir einfach tun können, die wir auch tun sollten. Aber es wird niemals klappen, dass man keinen Müll herstellt. Aber Filament wird einfach älter und es wird zum Teil auch neues Plastik benutzt. Und dann kann man es zum Teil auch mit neuem PLA verlängern sozusagen, wenn man selber recycelt. Die meisten Leute denken,
Naja, wenn man es dann extrudet, dann ist es ja ein neues Plastik, aber das ist nicht so. If you have a waving cat standing in the garden, wenn man eine waving cat halt im Garten stehen hat, die wird halt irgendwann so ein bisschen kaputt gehen. Das ist eins der großen Probleme. Man kann das natürlich nicht auf einem unendlichen Weg tun. Ein Büschel müsste man einfach wegschmeißen. Was können wir also noch machen, um diesen Müll zu reduzieren? Das ist keine Magie, das sind nur Ideen, die ich hatte, weil andere Leute sie nicht hatten. Ich möchte sie ein bisschen verteilen. Also, und dann die restlichen Teile benutzen. Zum Beispiel auf Spulen, wie hier. Spulen bleiben übrig nach dem Druck. Ihr wisst nicht, was ihr da machen sollt. Ihr könntet Kabel drauf machen. Aber könnt ihr auch Lampen draus machen. Hier ist es zum Beispiel eine LED-Lampe, das lustiges, schönes Licht macht. Das ist was, was du machen kannst mit den restlichen Teilen von 3D-Drucken. Und jemand anders am Assembly hat ein paar von meinen restlichen Filamenten gemacht und hat Halsschmuck daraus gemacht. Und im Engelbereich habt ihr auch eine riesige Stickerwand, wo jemand recycelte Teile angeklebt hat, weil damit das nicht nett aussieht. You always have to think out of the box. So if you ein bisschen out of the box nachdenken, wenn ihr was rumliegen habt, denkt darüber nach, können wir das recyceln oder kann ich da mal irgendwas anderes mit draus machen? And the other thing is, das andere ist, um die Printrate, also Druckerrate zu reduzieren, fällt doch mit diesen Lampen zusammen. Am Anfang gesagt, Technologie hast, dann benutzt du sie eh. Auch beim Assembly kommen Leute zu mir und wollen ein Zeug gedruckt haben, dass man einfach auch irgendwie aus einem Stück Papier oder Plastik ausschneiden könnte mit einem Messer. Muss ich vielleicht darüber nachdenken, ob ihr wirklich 3D-Drucken dafür benutzen müsst. Wie darüber gelesen, dass man Häuser drucken könnte, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Beste ist, was man machen könnte, weil es geht einfach schnellere Wege, als es zu drucken. Es gibt diese Häuser, die man irgendwie irgendwo hinstellen kann und dann ploppst du die auf und dann hast du ein paar Wochen später ein Haus. Und ja, das brauchst du halt ein bisschen nicht so lange und wenn du das 3D drucken willst, dann brauchst du eine riesen Maschine und musst halt drüber nachdenken, ist es wirklich sinnvoll, was ich da mache. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, sieht ganz nett aus. Aber wenigstens habe ich es nicht weggeschmissen. Also, die LEDs sind auch wieder benutzt. Also 100% Recycle. Okay, but so, aber wir haben über Recycling geredet, aber gibt es da schon Projekte? Ja, es gibt ein größeres kommerzielles, das heißt Refill. Die kommen, glaube ich, aus den Niederlanden und nehmen halt irgendwelche Limonadenflaschen und Autokonsolen und recyceln das zu Filament. Könnt ihr da auch kaufen? Ich habe auch irgendwas bei mir drüben beim 3D-Druck-Assembly, wenn ihr da nachgucken wollt. Könnt ihr kommen und es angucken. Doch kleinere Projekte zum Maschinenbauen. Filastruder, Filabretter, Linien-Extruder. Wenn ihr Filament-Extruder googelt, dann viele Leute, die Extruder selber bauen, mit Zeug, das man vom normalen Baumarkt oder sowas kaufen kann. Die Frage ist diese selbstgebaute Maschine wirklich? Könnt ihr euch immer fragen, aber vielleicht gibt es in der Zukunft mehr Projekte, die so aussehen. Ja, das ist so das Ende eigentlich. Ja, sorry, dass ich nicht länger reden konnte, weil ich mir präsentieren wollte, aber ich habe ein bisschen gefailt und habe nicht so viel zum Präsentieren gehabt. Aber wir haben viele Sachen am 3D-Druck-Assembly, könnt einfach rüberkommen und nachgucken. Wir haben Maschinen da, wir haben geschreddertes Plastik. Ihr könnt den Schredder benutzen, wenn ihr wollt. Und also das erstmal für den Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you, Obelix.
We now have a chance to ask questions. So if you have questions, please go to one of the mic. Es ist wieder die Möglichkeit, Fragen zu fragen. Also wenn ihr Fragen habt, dann kommt bitte zu den Mikrofonen. Ja. Ja, okay. Ja. Thank you very much. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Ja, du versuchst zu recyceln, aber gibt es da keine Möglichkeiten, da organisches Plastik zu nutzen, was man einfach wegwerfen kann? Ja, das kannst du machen, aber das Ding ist, wenn du organisches Plastik benutzt, das einfach kompostierbar ist, dann musst du, das kannst du, aber dann musst du echt darauf achten, was du druckst und wie lange du es brauchst. Wenn du ein Smartphone-Cover druckst, dann möchtest du es wirklich nicht benutzen. Aber wenn du Mate-Ding benutzen willst, dann das eh nur auf dem Kongress benutzt, dann kannst du schon machen, weil danach ist es eh kompostiert und dann ist es egal. Das kannst du machen, aber da musst du halt darauf achten, was du drückst, um zu wissen. Manche Leute wissen es manchmal nicht. Die wissen, die drucken einfach irgendwas. Du musst also drüber nachdenken. Aber ja, klar, kannst du machen. Also da gibt es kein organisches Plastik. Okay. Bisher habe ich keins gefunden. Ich habe noch ganz. Ich denke, in der Zukunft mit dem Wachstum des Markts für Filamente, mit den Inkjet-Kartuschen, wird es bestimmt mehr geben. Vielleicht viel mehr mit Druckern. Könnt ihr vielleicht auch doppelt so teuer kaufen. Also, da wird ein Haufen Forschung geben in der Zukunft, aber das ist, was Leute mit chemischem Wissen machen müssen. Und die müssen dann mit den 3D-Druckleuten reden. Das ist ein langer Prozess, denke ich. Vielleicht geht das auch. Okay, do we have a question from the internet? Gibt es eine Frage aus dem Internet? Jemand fragt, ob du ungefähr mal so eine Schätzung hast, was es kostet, dieses Filament zu recyceln. Könnt ihr dir erklären, was die Maschinen kosten? Also das Filamentextruder kostet ungefähr 1000 Euro. Schredder ungefähr 700 Euro. Ein paar Accessoires gekauft, also auch am Anfang vielleicht 2000 Euro. Aber für den Umwelteinschlag sozusagen, diese Maschinen, wir brauchen ungefähr so viel Elektrizität wie 3D-Drucker. Aber das würde ich erstmal zur Seite schieben, weil diese Umweltkosten immer irgendwo, also wenn du es nicht recycelt tust, dann hast du halt irgendwie Transport-Impact oder Energiekosten. Das kannst du mit reinziehen, aber im Moment kostet es mehr Energie, als einfach nur so den Kongress zu benutzen. Aber es verbraucht nicht so viel mehr als ein Laptop oder sowas. Es läuft ja auch nicht 24/7, das hast du, brauchst du vielleicht mal 2 Stunden und dann hast du halt wieder Filament. Und von der Elektrizitätsseite ist es wirklich klein. Wie das ist mit den produzierten Maschinen, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, wie kompliziert das ist, was man dafür alles braucht. Aber ich denke, das ist vielleicht noch ein Detail, wo es wirklich sehr kompliziert wird, irgendwelche feinen Kalkulationen zu machen. Das hat so viel CO2 und sowas produziert. Irgendwo musst du halt aufhören und auch annehmen, dass es vielleicht auch funktioniert. Sonst wird es einfach zu kompliziert. Okay. Nächste Frage. Um Material zu sparen, kann man da nicht, wenn man da wirklich auf das Innenleben verzichtet, kann das nicht dazu führen, dass die Modelle irgendwann nicht mehr stabil genug sind? Ich glaube nicht. Manchmal fallen die Modelle um, weil das Hitzebrett nicht so richtig zusammenpasst. Also um das Zusammenfallen zu vermeiden der Modelle, was ich immer mache, ist, wenn ich es am Anfang anfange, gucke ich halt auf die erste Layer, ob alles richtig ist. Wenn die erste perfekt ist, dann musst du dich mehr wirklich Sorgen machen. Das Schlechte ist, wenn du es anfängst und 5 Minuten später wiederkommst, dann ist es vielleicht schon kaputt und hat schon Plastik verbraucht. Können wir dir schreckliche Bilder geben von Bildern, die 40 Stunden gelaufen sind, wo ihr vergessen habt nachzugucken. Aber was man am Anfang machen kann, ist, dass du es anguckst. Wenn du viel 3D-Druck machst, dann siehst du gleich, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kannst du es lassen und dann ist es auch super. Aber für die erste Layer solltest du echt da bleiben und gucken. Any more questions? Gibt es jetzt noch Fragen? Offenbar nicht.
Wo können wir dich heute sehen? Ja, ich bin an der 3D-Printing Assembly, die ist direkt am Sendezentrum auf der ersten Etage. Ihr könnt auch auf dem C3 NAV gucken, im Kongress. Der korrekte Name ist Garderobenfoyer 1. Wenn ihr wisst, wo das ist, dann könnt ihr da hinkommen. Das Einfachste ist, wenn man reinkommt, direkt zu den Rolltreppen gehen, nach den Kassen, und dann kommt man eigentlich auch direkt vorbei. Üblicherweise sind da echt viele Leute. Wir haben sehr, sehr viele 3D-Drucker. Wenn ihr zum Beispiel ein Teil braucht, um irgendwas zu reparieren, was ihr nicht wegschmeißen wollt, dann könnt ihr die auch bei uns drucken. Ja, sehr gut. Ja, danke schön. Gibt es da noch eine Frage aus dem Internet? Ja, wunderbar. Eine weitere Frage aus dem Internet. Da ist eine weitere Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen günstigen und teurem Filament? Letzte Wort. Achso, Fragen. Recyclability, wie gut es recycelt werden kann. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht. Sagen, dass beim Abfallproduktion der Unterschied, dass du mit gutem Filament weniger Fehler produzierst und eher aussieht, wie du es willst, was du wirklich angucken willst, um die Recyclability zu erhöhen, ist, Komponenten anzugucken. Also je nachdem, was da drin ist, müsst ihr vielleicht den Hersteller fragen, was sie da reintun. Vielleicht erzählen sie es auch gar nicht. Aber vielleicht sagen sie, ja, wir haben ja das, pH, PT or something, beer inside it, da drin, dann könnt ihr das recyceln. Und das hat wirklich einen Einfluss auf das Recycle-Prozess. Aber du müsst echt die Firmen fragen. Aber meistens erzählen sie das nicht, weil das halt geheim ist, ein Rezept. Weil diese kleinen Additionen, die man reintut, sind halt dazu da, um das beste Filament zu machen. Also vielleicht wird das auch was für die Zukunft. Any more questions from the internet? Okay, if you're too shy to ask, sorry, yeah? Yeah, there's two more questions, actually, if you have time, I'm gonna... Yeah, yeah, oh, we have time, I think. The first question is... Die erste Frage ist, recommend any suppliers habt ihr, hast du gute Lieferanten zur Hand für Filamente? Ich möchte nicht unbedingt nach vorne stellen, aber ich kaufe meinen bei Colorfrap und German Wrap-Rub, weil sie verglichen mit anderen, naja, sie haben ganz gute Erfahrungen gemacht, sie machen vielleicht nicht das Beste, aber das mache nehme ich. Ja, müsst ihr ausprobieren. Colorfrap und German Wrap-Rap. Gibt es auch andere Supplier. Das ist vielleicht mehr für den europäischen Markt. Nächste Frage. Da fragt sich jemand, ob es möglich ist, diesen Müll in einen riesen Block zu machen, anstatt es erstmal zu schreddern. Ja, das geht. Das kann man auch machen. Das wird auch teilweise gemacht im Filament-Extruder. Das ganze Ding ist aus Stahl. Wenn ihr es erhitzt, dann wird es auch warm. Wird das Plastik ein bisschen weicher wird. Dann kann es einfach eingesaugt werden in die Maschine. Aber ich glaube, wenn es einfach alles zusammenschmilzt, dann müsst ihr echt darauf achten, auf die Temperaturen, dass das im ganzen Teil konstant ist. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke, das könnte gehen. Aber die Maschine sieht einfach anders aus. Ich habe so eine Maschine noch nicht gesehen. Ich könnte vielleicht eine bauen und es ausprobieren. Das ist nicht sehr gefährlich. Wenn ihr EBS-Filament recycelt, dann nicht so viel auf einmal, weil das ist toxisch und produziert Dämpfe. Wir benutzen PLA. Wenn ihr Recycling probieren wollt, fangt am besten vielleicht mit PLA an, damit es keine Gesundheitsschäden gibt oder sterbt, weil ich irgendwas erzählt habe. Sounds like a good advice. Klingt nach gutem Ratschlag. Noch was? Yeah, questions actually start to pile up right now. Ja, es kommen immer mehr Fragen rein, tatsächlich. Aber auch, wenn ihr zu schüchtern seid zu fragen, kommt auch zum Assembly. Kann man... Sorry, what should I break down? Sand down. Kann man die auch kaputt schleifen, die Teile? Ja, kannst du machen. Meinst du, damit sie einfacher
den Schredder kommen. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Frage gemeint ist. Ja, das Schleifen ist, glaube ich, nur für kosmetische Sachen. Ja, was er meint, ist, wenn ihr das Puder machen wollt, dann könnt ihr das sehr leicht extrudieren, ja, ich denke. Aber wenn es zu klein ist, dann ist da kein Grip drin. Ihr braucht eine Minimum-Maximum-Größe. Also, was ihr braucht, ist verschiedene Stufen von Shredder mit größeren und kleineren Teilen. Eine weitere Frage. Jemand schlägt vor, dass die Hackerspaces Filament machen können, um es zu verkaufen und einen lokalen Markt zu bauen. Ja klar, können wir machen. Hackerspaces können viele Sachen machen, kommerziell. Aber meine Erfahrung mit meinem Hackerspace ist, dass das funktioniert, aber auch nur, wenn alle das wollen. Also, Hackerspace-Community, die ich kenne, funktioniert das sehr gut, wenn man Spaß dran hat, aber kommerziell. Kommt auf die Leute an, weißt du. Leute gehen vielleicht nicht in Hackerspaces, weil sie was Kommerzielles machen wollen, aber vielleicht geht das ja in verschiedenen Hackerspaces. Vielleicht, wenn sie ein Coffee-Bike machen wollen, machen sie ein PLA-Recycling-Bike. Ich weiß nicht. Komm, fährst du zu den Kunden und sammelst den Müll. Du müsst nicht 3D-Teile, Drucker-Teile recyceln. Wirklich andere recyceln. Ihr müsst also nicht Müll oder Filament kaufen. Steht am meisten auf den Flaschen, PET funktioniert. Ist das für das Internet? Ist das alles für das Internet? Ja, das ist alles. Das war alles, auch aus dem Internet. Okay, also wenn wir sonst noch was haben, dann können wir ihn auch oben finden, am Sendezentrum, am 3D-Druckbereich. Wenn jetzt noch Fragen sind, dann keine Fragen mehr sind, dann bitte eine große Runde Applaus.